Hallo und herzlich willkommen hier beim Heldenkram. Mein Name ist Chris und es ist wieder Zeit für eine neue Star Collecting Box aus dem Hause Age of Sigma. Nämlich diesmal die Skins. Ja, was sehe ich auf die Skins? Also ich muss ja immer sagen, ich kenne mich mit dem AOS noch nicht so aus. Wie gesagt, ich bin ja gerade dabei, es richtig zu lernen. Und deswegen habt Erbarmen, aber ich will euch trotzdem zeigen, was euch Tolles erwartet. Wir haben jetzt hier eine dicke Schildkröte, drei fliegenden Viecher. Nein, Spaß beiseite, wir haben Folgendes hier drin. So, wir haben einen Skink Star Priest, das wird die HQ sein. Wir haben 12-mal die Skins. Dann haben wir 3-mal einen Terradon Riders, das sind die fliegenden. Und einmal einen Bastiladon. Das ist bestimmt völlig falsch ausgesprochen. Also auf jeden Fall dieses schildkrötige Dino-Tierchen. So, was erwartet euch natürlich in dieser Box? Das zeige ich euch jetzt auch einmal. Nämlich eine moderne Power-Anleitung. Finde ich super. Finde ich immer noch zu schade, dass es zu oft die nicht gibt in Boxen. Also es gibt einfach noch zu viele alte Boxen, sage ich mal, wo die nicht dabei sind. Schade eigentlich, aber GW ist das hier dabei, alles zu ändern. So, wir haben jetzt hier 12 25er Bases mit Steg. Das wird für die Skins sein. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall den Gussrahmen, der... Also ein Gussrahmen von der Bastiladon, mein Gott. Wir haben hier auf... Oh, wir haben schöne große Flügel. Sind die Terradon Riders doch so groß? Also hier haben wir nochmal so einen. Aber das ist jetzt erstmal nochmal von der Schildkröte. Jo, die sind echt so riesig mit den Flügeln. Okay, das täuschte auf dem Bild, muss ich ganz ehrlich sagen. Es täuschte. Ja gut, ne? Die haben jetzt hier auch 50er Basis für die drei. Hier haben wir ja einen sehr alten Gussrahmen aus dem Jahre 2002. Das ist aber hier für die Skins. Ich denke, das sollte man dann auch überarbeiten. Wir haben jetzt hier nochmal die HQ da drunter und die große Base für unsere Bastiladon. So, Bastiladon, noch 5-mal und dann habe ich es drauf. Und ja, unterm Strich war es das dann. Und naja, man hat auf jeden Fall ein sehr großes Modell plus drei große Flieger. Und Preis-Leistung ist es natürlich wie gehabt eine super Box, gerade für den Anfang. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß, auch wenn ich die Namen jetzt noch nicht ganz drauf hatte. Aber ja, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!